Hallo und herzlich willkommen, YouTuber und Commander-Krieger, und herzlich willkommen zu Minecraft mit Nom Nom. Wo hast denn du Kohle her? Oder Ziegelstein? Nom 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 Nom. Ah ja, Kohle habe ich ja eben da hinten abgebaut, ja. So, wir sind immer noch dabei und pflanzen hier unser Fundament fort. Was eine elendige, dreckige, schmierige, ranzige Aufgabe ist. Aber die muss nun mal gemacht werden. In der letzten Folge habe ich so ein bisschen darüber gesprochen, warum ich das so, beziehungsweise dass momentan ziemlich viel Stress am Start ist. Dadurch, dass der Urlaub ja, vor der Tür steht, anklopft, Hallödri schreit und ich im Produktionswahn bin. Auf einer gewissen Weise kommt mir das Ganze sehr, sehr recht. Okay, Urlaub kommt einem, glaube ich, immer recht. Aber ich meine damit, dass ich jetzt halt hier nicht das große kreative Rate oder das große kreative Quiz mache, wo man sich überlegen muss, okay, wie baue ich jetzt, was baue ich jetzt, sondern einfach nur stupide Klötzchen setzen. Das ist halt aber auch Minecraft, also man muss es auch machen. Muss ja auch schön aussehen. Wobei, ob es nachher so schön aussehen wird, weiß ich nicht. Ich wollte mit euch heute, reden wir auch mal Deutsch, damit ihr auch was versteht. Ich wollte mit euch heute so ein bisschen darüber quatschen, wie, was, wo ich am besten für die Wände nutze. Weil das ist noch eine Frage, mit der ich, oder auf die ich keine passende Antwort habe. Na, schon durch. Ob ich die aus Glas mache, ob ich die komplett aus Stein mache, aus gebranntem Stein vielleicht. Ich glaube, gebrannter Stein. Wie sieht ein normaler Stein aus dazu? Pflasterstein ist das, ne? Ja. Ne, das wollte ich nicht. Egal, machen wir jetzt aber. Nom Nom springt direkt todesmutig rein. Also der sieht kacke aus. Da sind wir uns, glaube ich, schon mal einig, ne? Wenn ich hier mit dem Schüssel irgendwie arbeite, passiert hier gar nichts. Hier passiert ein bisschen was. Aber so wahrlich raff ich das Ding nicht. So, der wäre cool. Wenn man den immer hätte, wäre das cool. Aber ihr seht hier, den kann man nicht mal mehr bearbeiten. So, und jetzt ist die Frage, wie willst du das denn machen? Oh, mach ich mal kaputt hier. Ups. Wie willst du den denn bearbeiten, wenn du jetzt hier einen Pflasterstein drin hast? Ne, Pflasterstein ist ja auch noch falsch. Das heißt, du musst dann immer gebrannte Steine machen. Guck mal, hier ist ein Steinziegel. So, was ist das denn dann? Steinziegel, Large Ornate Stone Brick Titles. So, die hätte ich gerne. Die sehen, glaube ich, cool aus. Wenn man die jetzt hier hinpflanzen würde, komm, wir gehen erstmal pennen. Wenn man die da hinpflanzen würde, ich glaube, das würde echt gut aussehen. So, dafür brauchen wir jetzt gleich erstmal ein Bucket. Ein Eimer-Bucket. Und brennen den Scheiß. Nehmen wir uns jetzt hier mal ein bisschen Stein raus. All. Mit dem Ding nicht sparsam sein. So, können wir irgendwas wegpacken. Glas brauche ich nicht. Schneebälle brauche ich nicht. Die Scheiße brauche ich nicht. Marble brauche ich nicht. Dirt brauche ich nicht. Obsidian brauche ich nicht. Einmal vielleicht. Oh, wupp dich. Wie kriege ich jetzt? Das ist nämlich jetzt die Frage aller Fragen. Wie kriege ich es jetzt hin, dass dieser Stein so aussieht? Weil, seien wir mal ehrlich, gucken wir mal. Ich
glaube echt, dass das gut aussehen kann. Seht ihr, ich habe keine Ahnung, wie ich das so mache, dass der Stein definitiv so aussieht, wie er aussehen soll. Der pflanzt da einfach irgendwas hin und wenn ich hier Linksklick mache, ja, macht er nicht das, was ich haben will. Und dann baut er auch noch die Steine ab. Das heißt, kann mir da 570.000 verschiedene Steine machen. Was ist, wenn ich jetzt so mache? Hoppala. Das ist natürlich nicht der, der Sinn und Zweck der Übung. Sparky! Sieht auch nicht so schlecht aus, ne? Rafft ihr das? So, jetzt ein paar Steine verändert er. Macht er auch verschiedene Muster. Kann ich die jetzt mal verändern? Ich raff das so gar nicht. Ich raff das so gar nicht, Freunde. What? Sparky, da hast du mir wieder eine Scheiße gezeigt. Sparky rafft das natürlich zu 200%. Der weiß ganz genau, hey, der Krieger hat das und das falsch gemacht oder macht dieses und jenes. Und deshalb ist das so. Hm? Nur, guck mal, da sind die Steine weg. So, hier kann ich draufklicken. Da ist der weg. Ich mache nur Linksklick. Ich drücke nichts anderes, Freunde. Jetzt platziere ich einfach nur Steine und dann macht er da irgendein Muster draus. Hammer. So, Stein weg. Stein hin. Anderes Muster. Jetzt ist der Stein so, dass ich ihn nicht bearbeiten kann. Ich raff das nicht. Ich raff das echt nicht. Und du gehst erstmal kaputt hier. Wisst ihr, wie ich meine? Ich meine, wenn. Kriege ich das jetzt nochmal hin? Gucken wir mal. Ich habe ja genug Steine dabei. So, den will ich nicht haben. Weg mit dir. Geh weg jetzt da. Hier, fang den Stein. Schüssel drauf. Falscher Stein. Ist das die richtige? Nee, der ist einfach unten da die Scheiße. Weg damit. Stein dahin. Schüssel, Schüssel. Wie geht das? Hol den Stein. Wieder. Ich glaube, das ist total willkürlich. Aber wenn ich so mein Haus bauen will, Freunde, da bin ich ja 5 Jahre dran beschäftigt, verpiss dich. Nee, komm ich da hier gleich her. Scheiß Nom Nom. Wisst ihr, was ich meine? Und wenn ihr euch jetzt fragt, was macht denn der Krieger da? Ich will einfach.
Genau, den Stein wollte ich haben. Weil das, finde ich, sieht cool aus. Wenn man das jetzt so durchgehend macht, dann sieht das vernünftig aus. Aber warum das so ist, ey, ich habe keine Ahnung. Vor allem das Krasse ist, das sind alles verschiedene Steine hier. Raff ich nicht. Raff ich echt nicht, sorry. Minecraft-Fick. Brainfuck. Hier kann man eine Fackel hin. Keine Ahnung. Ja, genau, nehme ich natürlich die falsche Fackel. Also die falsche Scheiße hier. So. Geht das so eigentlich schneller, wenn ich das so mache? Wenn nicht, wenn Nom Nom da immer reinhüpft. So geht es ein bisschen gefühlt schneller zumindest. Also wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie das Ding funktioniert. Ich werde auf jeden Fall, bevor ich damit weiter experimentiere, auf jeden Fall mal einen Spark anschreiben und mal sagen, Spark! Ungefähr genauer Ton wird das sein, also genauer Tonlaut. Ich brauche deine Hilfe. Kann ja nicht sein. Ich hasse es. So. Ich überlege auch schon, wie man, oder was man, kann ich, nee, das ging nicht. Das ging nicht. So, ich mache jetzt erstmal alles hier weg. Gib mir nicht mehr um den Sack. Dauernd hier immer irgendwie hin und her wechseln mit der Scheiße. Das ist ja auch nicht der Sinn der Sache. Dann gehen wir hier hin. Keine mehr fliegen, doch. Mach ich gleich. Ich muss auch immer die Energie von dem Ding im Auge behalten. Nicht, dass es dann nachher so weit ist, dass ich dann da hänge und Scheiße, so eine Kacke, kann jetzt nicht weiter abbauen hier, weil das Ding im Arsch ist. Es ist so eine langweilige Aufgabe, ich weiß es. Tut mir auch leid, Freunde. Es tut mir wirklich leid, aber es muss ja gemacht werden. Geht ja nicht. Geht leider nicht anders. Klar, ich könnte jetzt die Minions hier ackern lassen. Aber, und da ist dann der nächste Punkt. Ich wüsste ganz ehrlich dann in dem Moment auch nicht, was ich dann machen sollte in der Zwischenzeit. Deshalb nutze ich die Zeit, in der ich hier rumbastel. Auch dafür, um kreative Ideen einfließen zu lassen, die mir und euch helfen, dass das Ganze nachher schön aussieht.
Dum, dum, dum. Ich höre irgendwas. Was höre ich? Mir jetzt egal. Fliegen wir eben kurz ins Bettchen. Dann machen wir eben den Rest fertig und dann haben wir die Folge im Gasten. Die Eule gammelt schön ab, wartet drauf, dass wir auch mal fertig werden. So, komm. Jeder mit dir. Zu behindern. So, dann. So, hier ist alles schön. Mann! So. Und weiter geht die wilde Schaufelei. Aber dann sind wir durch. Die müssen wir schaufeln. Dum, 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 dum. Halleluja! So, jetzt müssen wir alles nur noch mit Holz verlegen. Und dann haben wir schon mal das Fundament fertig. Und ich kümmere mich jetzt mal drum für die nächste Folge, dass ich den Spark erwische und ihn frage, wie das Ganze funktioniert. In diesem Sinne würde ich sagen, gut Schuss, bis zum nächsten Mal. Euer Commander, tschüss! So, das machen wir noch eben hier leer. Wo ist mein Nom-Nom? Eben leer. Dass das auch ein bisschen ordentlicher aussieht. Beziehungsweise, dass die Truhe auch noch ein bisschen Platz hat. So, ich bin raus. Gut, Schuss. Bis zum nächsten Mal. Euer Commander. Adieu.